Missionäre. Das Kirchenjahr schließt mit dem Ausblick auf die Wiederkunft des Herrn. Und auch der Advent, die Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn, hat nicht einfach nur das sogenannte erste Kommen des Herrn, die Menschwerdung Gottes im Blick, sondern bettet die Feier derselben in den Horizont der Wiederkunft Christi am Ende der Zeit ein. Das ist zutiefst richtig so, denn die erste Ankunft des Herrn liegt ja schon weit hinter uns, während wir alle dem Kommen des Herrn in Herrlichkeit entgegengehen. Ja, wir können Weihnachten nur richtig verstehen, wenn wir begreifen, dass Gott mit Weihnachten ein Werk beginnt, das erst am Ende der Zeit vollendet wird. Und dass wir am besten verstehen, wenn wir es in seiner Vollendung betrachten. Worin besteht die Vollendung? Im 1. Korintherbrief heißt es über das Ende: Wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Es ist die Aufgabe des von Gott eingesetzten Königs, dieses Messias-Königs, der von Gott in Menschengestalt gesendet als Menschensohn kommt, die Schöpfung Gottes und das Volk Gottes aus der Macht des Bösen zu befreien. Es ist ein geistiger Kampf, der mit geistigen Waffen geführt wird, bei dem die Demut, die Selbstentäußerung, die in der Menschwerdung Gottes sichtbar wird, den Hochmut überwindet, der sich immer nur selber verherrlichen will. Bei dem die Selbsthingabe, die Aufopferung des Herrn am Kreuz, dem Egoismus, der Ich-Sucht entgegentritt und sie entwaffnet. Die Feinde, die es zu unterwerfen gilt, sind die Geisteshaltungen all der Menschen und Dämonen, die im Widerspruch zum Geheimnis des dreifaltigen Gottes stehen, der ganz Liebe und Hingabe, Selbstbeteiligung und Gehorsam ist. Auch unser Geist muss von der schrecklichen Ich-Bezogenheit gereinigt werden, die uns ständig begleitet und an allem, was wir tun und denken, beteiligt ist, die uns daran hindert, uns vollkommen Gott zu ergeben, seiner Vorsehung, seinem Willen einzufügen und ganz brauchbar zu werden für seine Pläne. Wir alle wissen, wie viel Widerstand wir dem Heiligen Geist leisten durch Mangel an Glaube, an Demut, an Gehorsam, an Dienstbereitschaft. Das Leben in der Gemeinschaft mit der Gottesmutter, der Dienst in ihrer Legion soll uns dabei helfen, alles in uns, was aus der Verderbnis der Erbsünde und unserer persönlichen Sünden stammt, der Gnade Gottes zu unterwerfen, sodass wir nicht mehr durch unsere Instinkte, Triebe, niederen Leidenschaften oder unser eigenes Urteil bestimmt werden, sondern allein vom Heiligen Geist, wie es bei der Gottesmutter der Fall war. Man kann sagen, je mehr der Herr in uns unterwerfen darf, was ihm nicht entspricht, desto näher ist seine Ankunft. Oder andersherum, es sind unsere sündhaften Haltungen, die das Kommen des Herrn hinauszögern. Der gute Schächer, der neben dem Herrn am Kreuz hängt und sich angesichts des in Milde und Vergebung geduldig leidenden Herrn bekehrt, indem er seine Schuld bekennt, seine Buße annimmt und die Erlösungstat Christi als seine Rettung anerkennt, erfährt den Herrn der Herrlichkeit und wird in sein Reich aufgenommen. Das wünschen auch wir, dass der Herr noch in diesem Leben zum alleinigen Herrn und Herrscher unseres ganzen Lebens, unseres Denkens und Entscheidens wird. Nützen wir die vielen kleinen oder auch größeren Gelegenheiten, die uns der Legionsalltag bietet, den Herrn als unseren König aufzunehmen und seiner milden Herrschaft ganz zu unterwerfen. Die vollkommene Hingabe an Maria ist sowohl Ausdruck dieses Verlangens, dieser entschiedenen und wachsamen Ausrichtung auf den Herrn, als auch der schnellste und wirksamste Weg zur Herrschaft des Herrn über uns.